Es war kalt in Zürich am 14. Januar 1943. An diesem Morgen traf bei der Polizei eine Telefonmeldung ein. In einem Privathaus sei in der Nacht unter nicht ganz klaren Umständen eine Frau gestorben. Die ausgerückte Alarmgruppe stellte den Tod von Sophie Teuber-Arp fest. In wenigen Tagen wäre sie 54 Jahre alt geworden. Laut dem Polizeirapport war sie französische Staatsbürgerin, Ehefrau des Bildhauers Hans Arp, von Beruf Hausfrau. Mhm. 2003, 60 Jahre nach dem Tod von Sophie Teuber, wurden in Paris in einer Auktion einige Werke von ihr versteigert. Das Centre Pompidou erwarb für 1 Million Euro diese kleine Holzskulptur aus dem Jahre 1920, den sogenannten Dada-Kopf. Ein zweiter Dada-Kopf ging nach New York, ins Museum of Modern Art. Sophie Teuber-Arp zählt heute zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Doch der Weg dahin war lang. Erst in den letzten Jahrzehnten begann man sie richtig zu entdecken. Zu ihren Lebzeiten stand sie in der Kunst wie im Leben meist im Hintergrund. Dabei ist Sophie Teuber eine Pionierin der Avantgarde, eine Akteurin der großen Kunstrevolution, die die Entwicklung der Moderne im 20. Jahrhundert prägte. Ihr Werk ist ebenso radikal wie vielseitig. Dada-Künstlerin, Tänzerin, Möbeldesignerin, Verlegerin, Innenarchitektin. Und sie war Wegbereiterin der konstruktiven und konkreten Kunst. Vor 100 Jahren begann Sophie Teuber in einem Stil zu arbeiten, der mit dem damaligen Kunstverständnis kompromisslos brach, der geometrischen Abstraktion. Später wurde dieser Stil zu einer der Hauptrichtungen der Moderne. Inzwischen ist seine Formensprache Allgemeingut. Jedem vertraut. In der Alltagsästhetik wie in der Kunst. Und Sophie Teubers Werke reisen von Museum zu Museum in der ganzen Welt. So 2012 zur Ausstellung Künstlerinnen der Avantgarde in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Diese Arbeiten von Sophie Teuber-Arp stehen hier direkt am Eingang zur Ausstellung, sind also die Begrüßungswerke für das Publikum. Und das ist mir sehr wichtig, dass es gerade die sind, weil die in ihrer Radikalität 1916 entstanden, wirklich einmalig sind, weil sie als eine der ersten Frauen überhaupt die Abstraktion erprobt hat und das bereits 1916. Und wenn man bedenkt, dass Piet Mondrian und van Doesburg auch erst um diese Zeit herum ihre Abstraktionen entwickelt haben, so war sie wirklich an der Front. 1916 ist Sophie Teuber noch kaum als Künstlerin bekannt und hatte noch nie an einer Kunstausstellung teilgenommen. Sie war 27 Jahre alt und lebte seit 2 Jahren in Zürich. Hier führte sie ein dichtes, intensives Leben. Sie unterrichtete. An der Zürcher Kunstgewerbeschule leitete sie die Textilklasse. Sie war Tänzerin, machte Soloauftritte. Ihre Kostüme dafür gestaltete sie selbst. Sie war erfolgreich in der angewandten Kunst. Sie entwarf Stoffe, fertigte Teppiche, Alltagsgegenstände, Schmuck in einem neuen avantgardistischen Stil. Andererseits verwendete sie handwerkliche Techniken in der bildenden Kunst. Wie damals viele Avantgarde-Künstler. Das Loslösen vom Figurativen, die Suche nach neuen Formen lief in der Kunst parallel mit der Suche nach neuen Mitteln. Nach neuen Materialien und Medien. Blickt man sich einmal um, so sieht man Geknüpftes, Gewebtes, Gestricktes, Gehäkeltes. Man sieht Zeichnungen, man sieht Malereien. Man hat eigentlich das ganze Spektrum der künstlerischen Möglichkeiten hier in diesem kleinen Raum hier versammelt. Sie hat keine Scheu gehabt, etwas auszuprobieren, keine Scheu gehabt, das Medium zu wechseln, hat sehr schnell, sehr spontan gearbeitet. Und das war auch das eigentliche moderne Arbeiten der 20er Jahre. Eins der wirklich witzigen Objekte in dieser Ausstellung ist diese kleine Skulptur. Es ist eine Holzarbeit, die Hans Arp
porträtiert. Und zwar in dem dadaistischen Stil, wie sie in den 10er, 20er Jahren gearbeitet hat. Und das ist schon sehr nett, weil es den Eierkopf von Hans Arp schön wiedergibt, aber auch gleich seine Gesichtszüge hier etwas grimmiger darstellt, als sie in Wirklichkeit waren. Also eine sehr nette Auseinandersetzung mit ihrem Partner. Ich glaube, dass die beiden eine sehr lustige Zeit miteinander gehabt haben.1915, mit 26 Jahren, lernt Sophie Teuber in Zürich den drei Jahre älteren Hans Arp kennen, der aus dem damals deutschen Straßburg stammte. Wie viele Ausländer hatte er nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs Zuflucht in der Schweiz gesucht. Sophie Teuber machte gerade ihre ersten eigenen Schritte in der Kunst. Hans Arp war bereits ein recht bekannter Kunstrevolutionär, Dichter und abstrakter Künstler. Lebensfroh, temperamentvoll, er stand gerne im Mittelpunkt, kam in jeder Gesellschaft gut an und war ein Frauenliebling. Von der praktischen Seite des Lebens verstand er wenig. Sophie Teuber dagegen war eher praktisch veranlagt. Zeitgenossen beschrieben sie als Machertyp und als einen sehr zurückhaltenden Menschen. Sie sprach nicht viel, stellte sich nie in den Vordergrund und stand ihrer eigenen Kunst ziemlich kritisch gegenüber. Sie zeigte sie ungern und wollte sie weder ausstellen noch veröffentlichen, schrieb Hans Arp. Es war eine große Liebe beiderseits, auch eine inspirierende künstlerische Beziehung. Sie begannen zusammen zu arbeiten. Meistens mit neuen Materialien, mit denen Sophie sehr vertraut war. Dieses Teppichbild und dieses Stoffrelief gehören zu ihren ersten gemeinsamen Arbeiten. '16 war Hans Arp einer der Mitbegründer der Dada-Bewegung. Er führte auch Sophie Teuber in den Dada-Kreis ein. Es waren Emigranten wie die Rumänen Tristan Tzara und Marcel Janco, die Deutschen Hans Richter, Hugo Ball, Emmy Hennings, die vor dem Ersten Weltkrieg, den sie zutiefst ablehnten, nach Zürich geflohen waren. Zusammen führten sie das berühmte Dada-Lokal Cabaret Voltaire in Zürich, an der Spiegelgasse, wo sich heute dessen Nachfolgelokal befindet. Ein halbes Jahr, solange das Cabaret existierte, fanden hier täglich Veranstaltungen statt, die mit allerlei Kunstaktionen das Publikum provozierten. Dada war die Antwort auf den Wahnsinn des Krieges, eine Revolte gegen die bürgerliche Welt und gegen deren Kunst, die sie für nichtig erklärten und lächerlich machten. Selbst die Sprache zerlegten sie in ihren Gedichten ohne Worte. Musiknummern, Vorlesungen, Rezitationen, alles verschmolz hier zu einer Performance. Épaté le bourgeois, also der Bürgerschreck, das war eigentlich das, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Aber das war nur Mittel zum Zweck, um in tiefen Schichten vorzudringen, wo die Kunst bisher noch nicht war in der modernen Gesellschaft. Sie haben alles, was nicht einem Gesetz der Kunst entsprochen hat zu ihrer Zeit, das haben sie versucht zu realisieren. Sie haben bildnerisch gearbeitet, sie haben plastisch gearbeitet, sie haben Skulpturen gemacht, sie haben Masken gemacht, aber sie haben das immer in eine Art starke performative Form übertragen. Das heißt, sie haben sich Kostüme geschneidert für ihre Auftritte, Masken gemacht, sie haben sich sehr stark an der afrikanischen Kunst orientiert. Eine Reihe von Dada-Kostümen hat Sophie Teuber zu dieser Zeit gemacht. Diese waren inspiriert von Kleidern der Hopi-Indianer. Sophie Teubers Vielseitigkeit und handwerkliches Können passten perfekt zum Dada-Geist. Sie hat nicht nur eine Domäne beherrscht, sie hat etwa 10 Domänen beherrscht und musste eigentlich nicht lange studieren und quälerisch sich abmühen zum Kunst kreieren, sondern das ist einfach geflossen, das ist rausgekommen. Und sie hatte die technische Fähigkeit, alle diese Experimente auch selber auszuführen. Thank you.
1918 gestaltete Sophie Teuber 17 Marionetten für das Puppenspiel König Hirsch, das im gleichen Jahr in Zürich aufgeführt wurde. Heute sind die Originale in der Sammlung des Zürcher Museums für Gestaltung. Kopien sind oft zu sehen in Ausstellungen in der ganzen Welt. In diesen Marionetten kamen Dada und konstruktive Kunst zusammen. Die Figuren sind aus lauter geometrischen Formen gestaltet. Das sind einerseits Kugeln, dann aber auch längs ovale Kugeln, Zylinder, Kegel, die sie dann geschickt komponiert zu diesen Körpern. Technisch wurde es gedrechselt, was eine sehr unübliche Technik war in dem Bereich. Normalerweise wurden die Marionetten geschnitzt, also, und der Fokus war ja praktisch immer nur auf dem Kopf. Hier hat sie die ganze Figur eigentlich als Skulptur behandelt. Was auch noch neu war, dass sie die Verbindungselemente eben offen dargelegt hat. Verfremdet durch Freilegung der technischen Struktur, durch geometrische Formen, witzig gekleidet, waren die Marionetten auch für ein verfremdetes und komisches Stück gemacht. Ursprünglich war es ein Märchen von Carlo Gozzi aus dem 18. Jahrhundert. Dann gab es eine Überarbeitung von zwei bekannten Autoren. Die haben da so eine dadaistische Form drüber gegossen. Dazu kommt, dass das Stück, was ursprünglich einfach so eine Liebesverwirrungskomödie, Tragödie eben ist, wird überstülpt mit einer Parodie auf die Psychoanalyse. So tritt im Stück anstelle des Zauberers eine Figur namens Freud Analyticus auf. Er hat einen Assistenten, Dr. Ödipus Komplex. Für die zahlreichen Verwandlungen eines Menschen zum Tier ist nicht mehr der Zauberspruch zuständig, sondern es wird die Kraft Urlibido eingesetzt. In der Öffentlichkeit wurde die Aufführung kaum wahrgenommen. Dagegen erregten die Marionetten großes Aufsehen in Künstlerkreisen. Besonders eine von ihnen, die Wache. Sie rief den soeben zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg in Erinnerung. Ein Moloch, der in jedem seiner fünf Arme eine Schlagwaffe hat. Das macht natürlich dieses Wesen zu einer richtigen Kampfmaschine, die eben ihre Stacheln quasi von mehreren Seiten gleichzeitig dann auf das Opfer zielen kann. Also ich kann dann aus dem Hinterhalt einen Stich kriegen, gleichzeitig aber von oben attackiert werden. Dann haben wir die absolute Anonymität. Es gibt keinerlei Köpfe, also Gesichter. Letztendlich ist das eine absolut anonyme Kampfmacht. In 1918 unterzeichnete Sophie Teuber mit 20 anderen Künstlern das Dada-Manifest, allerdings unter einem Pseudonym. Die Schule, an der sie unterrichtete, drohte mit der Kündigung, sollte sie sich an den skandalumwitterten Dada-Aktivitäten beteiligen. Unterrichten bedeutete aber ein festes Einkommen, auch finanzielle Freiheit. So blieb Sophie Teuber für die Öffentlichkeit anonym, auch bei ihren Auftritten als Tänzerin. Auftritte von Tänzerinnen wie der später berühmten Marie Wigmann gehörten auch zu den Dada-Soireen. Nach der Schließung des Cabaret Voltaire wurden sie mehrere Jahre an verschiedenen Orten in Zürich veranstaltet. Sophie Teuber tanzte dort regelmäßig. Wie 1917 auf diesem Foto mit der Maske von Marcel Janko. Oft tanzte sie nicht zu Musik, sondern zu Gongschlägen oder Gedichten von Hugo Ball, die er selbst rezitierte. Über solch einen Auftritt schrieb er: Es war ein Tanz voller Spitzen und Gräten, voller flirrender Sonne und Glast und von schneidender Schärfe. Die Linien ersplittern an ihrem Körper. Jede Geste ist 100-mal gegliedert, scharf, hell, spitz. Die Narretei der Perspektive, der Beleuchtung, der Atmosphäre wird hier Anlass zu geistreicher Drollerie, zur ironischen Glosse.
So wie Ihr Tanz beschrieben wird oder auch was man eben auf diesem einen Foto sieht, ist das ja auch eine Verbindung von Tanz, also Bewegung, Kostüm, Bühnenbild, Requisite, also Material auch. Und von da, also wirklich eine Verbindung zwischen Tanz und bildender Kunst schon. Also sie war wahrscheinlich immer schon an einer Schnittstelle oder an, also interessiert daran, die Künste zu verbinden. Zum Gedicht Hugo Balz, zu dem Sophie Teuber einst getanzt hatte, improvisiert Tänzerin Anna Huber. Viele Fragen bleiben offen. Also wie hat sie getanzt? Hat sie improvisiert oder waren das festgelegte Kompositionen, Choreografien? Wahrscheinlich haben die alle mit der Irritation gespielt und das ist auch etwas, was mich auch heute interessiert im zeitgenössischen Tanz oder in der bildenden Kunst, so die Wahrnehmung aufzuwecken und zu stimulieren und eben eigentlich das scheinbar Selbstverständliche immer wieder in Frage zu stellen. Die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren die Geburtsstunden des modernen Tanzes. In verschiedenen Ländern suchten Tänzer und Choreografen nach einer neuen Sprache. Unter ihnen Rudolf von Laban, der in Zürich seit 1915 die Tanzschule für Ausdruckstanz führte. Sophie Teuber besuchte sie, trat an Labans Festen auf der Monteverità auf und sie inszenierte selbst mit anderen Tänzerinnen und eigenen Solo-Choreografien. Paris 2012. Die Ausstellung Danser sa vie im Centre Pompidou. Über 100 Künstler und Tänzer werden hier vorgestellt. Die Ausstellung zeigt, wie sich Tanz und Kunst im 20. Jahrhundert gegenseitig beeinflusst haben. Es geht darum, die Verbindungen zu zeigen, die es zwischen den Tänzern und den Künstlern gegeben hat. Es gibt dabei aber auch einige, die zugleich Tänzer und Künstler sind, wie Sophie Teuber-Arp zum Beispiel, die einen schönen Platz in unserer Ausstellung hat. Einen Platz unter denen, die am Anfang von solchen Genres standen, wie Tanzperformance oder abstrakter Tanz. Die Performance wurde buchstäblich in der Dada-Zeit in Zürich im Cabaret Voltaire erfunden, mit einer sehr engen Verbindung zwischen der Performance und dem Tanz. Da gab es also keine Unterscheidung zwischen diesen Medien. Die Epoche des Dada war wirklich eine große Revolution der Moderne. Die erste große Kunstrevolution, würde ich sagen. Rebellisch, aber zugleich auch extrem kreativ, spielerisch, wie man hier sehen kann. Mit viel Freude am Leben, auch in diesen düsteren Zeiten des Ersten Weltkrieges. Zum Beispiel dieses Foto hier, wo man sie mit einer Maske von Marcel Janko tanzen sieht. Es sind heute noch sehr originelle Kreationen. Und damals muss das ein außergewöhnliches Gefühl gewesen sein, das übrigens nur in einem sehr kleinen Kreis geblieben ist, der Leute, die das Cabaret Voltaire besuchten. Es gab nicht so viel Werbung wie heute für das Centre Pompidou, mit all den vielen Besuchern, die für die Ausstellung erwartet werden. Die Ausstellung zeigt auch Gouachen und Aquarelle von Sophie Teuber, die die Bewegung zum Thema haben. Nur etwa 5 Jahre hat Sophie Teuber getanzt, dann hörte sie für immer damit auf. Ich bin sicher, wenn jemand, der Tänzerin gewesen ist, sich dann der bildenden Kunst zuwendet, dass das auch bleibt. Also dieses Gespür, diese Sensibilität für Bewegung, auch eben für das Kippen der Achsen, auch wenn sie mit diesen Wellenbewegungen, die sie viel später in ihrem Leben gemalt hat, oder auch diese ganz einfachen Linienführungen. Es ist eigentlich auch eine Choreografie. Also man könnte eine Choreografie daraus entwickeln, Raumwege, die sich so bewegen. Und mich haben gerade diese Linienzeichnungen daran erinnert, was eigentlich Choreografie ist. Wege durch den Raum zu legen oder zu zeichnen. Sich zwischen den Künsten bewegend, Künste verbindend, in allem, was sie machte, betrat Sophie Teuber Neuland. Sophie Teuber war
aus zwei Gründen eine Ausnahmeerscheinung. Zum einen, weil sie eine Frau war und die auf gleichem Niveau wie ihre männlichen Künstler, Dadaisten-Kollegen operiert hat. Und zum anderen, weil sie eine Schweizerin war. Und nicht eine Schweizerin aus der Metropole Zürich oder Genf, sondern eine Schweizerin aus Appenzell, die reif war für Dada wie vermutlich offensichtlich kein anderer Schweizer Bürger zu dieser Zeit. Aber ich glaube, das Biografische erklärt vielleicht einen Teil davon. Sophie Teuber kam am 19. Januar 1889 in Davos auf die Welt. Ihr Vater, ein Apotheker aus Preußen, starb, als Sophie 2 Jahre alt war. Danach siedelte die Mutter Sophie Teuber-Krüsi nach Trogen über, aus dessen Umgebung sie ursprünglich stammte. Trogen, mitten im Appenzell, mit einem Blick auf den Bodensee. Dahinter Deutschland. Ein Dorf, zum großen Teil von Bauern bewohnt. Gleichzeitig ein wichtiges Zentrum der Textilindustrie. Die meisten Bauern waren hier gleichzeitig Weber und Sticker. Fast in jedem Bauernhaus standen im Keller Webstühle. Trogen, der Hauptort des Kantons, war auch ein lokales Kulturzentrum. Es gab ein Gymnasium, wo Jungen aus der Schweiz und Auslandschweizer aus der ganzen Welt zur Schule gingen. Viele Touristen waren hier unterwegs, Deutsche, Engländer, Russen. In der Gegend gab es Restaurants und Hotels. Eine elektrische Bahn verband schon damals Trogen mit dem nahegelegenen St. Gallen. Ihre Kindheit und die frühen Jugendjahre verbrachte Sophie mit ihren Geschwistern in diesem Haus. Die Mutter hatte es nach ihren eigenen Plänen bauen lassen. Sophie Teuber-Krüsi war künstlerisch vielseitig begabt. Sie zeichnete, machte Entwürfe für Porzellan und war eine leidenschaftliche Fotografin. Zahlreiche Fotos machte sie von ihren Kindern, oft bei allerlei Kostümierungen, die zu jener Zeit sehr beliebt waren. Die Mutter sorgte auch für das finanzielle Durchkommen der Familie. In ihrem Haus führte die Witwe eine Pension für Gymnasiasten. Viel Zeit verbrachten die Kinder Teuber bei ihrem Onkel Hans Zellweger, einem Arzt, der eine Kinderkuranstalt im Haus nebenan führte. Die Familie Teuber war auch mit den anderen Familien Zellweger eng verbunden. Es waren reiche Textilhändler, die zwischen ihren Firmensitzen in Lyon, Genua, Barcelona und Trogen lebten. In diesen Barockpalazzi ging die kleine Sophie ein und aus. Hier wurde großbürgerlich gelebt, Französisch gesprochen. Man interessierte sich für Kunst und legte Wert auf Bildung. Für die gute Bildung ihrer Kinder sorgte auch Sophies Mutter. Der jungen Sophie, die sehr früh ein künstlerisches Talent zeigte, stand sie nicht nur Modell, sie förderte sie auch nach Kräften. Als Sophie 15 war, schickte die Mutter sie nach St. Gallen in eine Privatschule, wo man zu einem traditionellen Beruf der Gegend zum Stoffdesigner ausgebildet wurde. Doch das war offenbar nicht Sophies Traumberuf. Als ihre Mutter stirbt, trifft sie mit 20 ihre erste selbstständige Entscheidung. Sie geht nach München, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Zu dieser Zeit übt sie noch ganz traditionell Stillleben und Akte. Doch das Neue, das zu dieser Zeit in der Kunst und im Kunstgewerbe aufkommt, zieht sie an. Sie wählt für ihre Ausbildung die Depschitz-Schule aus. Die Depschitz-Schule war alles andere als gewöhnlich, sondern es war wirklich ein Versuchsatelier für angewandte und freie Kunst. Das heißt also, dass die Grenzen zwischen der hohen und der niederen Kunst perforiert wurden. Das heißt also, dass diese Menschen, die vielleicht nicht an eine Akademie gingen,
wo eben der Kopf vielleicht das Zentrum des Körpers ist, sondern die in diesen Reformschulen drin waren, wo wirklich die Hände und das Denken mit den Händen, das kreative Erspüren, Erfühlen über Techniken ging, wie, ich weiß nicht, Keramik war eine berühmte Abteilung, aber auch das Drechseln von Holzgegenständen. Nicht nur Techniken, die sie in der Schule erlernt hat, verwendet Sophie Teuber ihr Leben lang. Sie sucht auch oft die Verbindung zwischen Leben und Kunst. Diese Dada-Objekte, um 1918 gemacht, dienten gleichzeitig als Schmuck oder Puderdosen und wurden als solche gebraucht. In München fertigt Sophie Teuber auch mit Leidenschaft Kostüme an. Für Maskenbälle, die unter Münchner Künstlern populär waren. Mit einem dieser Künstler, Adolf Ziegler, hat sie eine Beziehung. Für die endgültige Bindung reicht es jedoch nicht. Sie trennen sich wieder. ...1915 wegen des Ersten Weltkrieges muss Sophie Teuber in die Schweiz zurück. Sie wählt Zürich, das zu jener Zeit immer mehr von Künstlern aus ganz Europa bevölkert wird. In ihrem aufregenden Kreis verkehrt sie. Gewinnt viele Freunde. Eine glückliche Zeit. Sie findet zu sich als Künstlerin und sie findet den Mann ihres Lebens. Zwar läuft es mit Hans Arp nicht immer glatt, doch nach 7 Jahren Bekanntschaft werden sie 1922 ein Ehepaar. In dieser Beziehung bleibt sie immer diejenige, die für das Funktionieren des Alltags sorgt. Lange auch für die finanzielle Sicherheit. Ihre Lehrtätigkeit, schrieb Hans Arp, ermöglichte ihr und mir die freien, wesentlichen Arbeiten. Doch Anfang der 20er Jahre ist die Aufbruchsstimmung in Zürich vorbei. Einer nach dem anderen ziehen die Künstler nach Kriegsende weg. Nach Paris, Berlin, wo sich jetzt das ganze Künstlerleben abspielt. Hans Arp nimmt daran aktiv teil und ist die meiste Zeit abwesend. Mitte der 20er zieht er nach Straßburg, das jetzt französisch ist, um die französische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Sophie bleibt in Zürich wegen der Schule und verstummt künstlerisch. In diesen Jahren schafft sie sehr wenige Werke. Auch das menschliche Vakuum erträgt sie nur schlecht. Es war gerade so Sehnsucht, Einsamkeit und Langeweile in der Schule, schreibt sie an Hans Arp. Und später? Ich habe einen solchen Hunger nach Freundlichkeit und Gesellschaft und Liebe. Januar 2012, Arp-Museum in Rolandseck bei Bonn. Die Eröffnung der Ausstellung, die Hans Arp und Sophie Teuber gewidmet ist, den beiden Patrons des Hauses. Zu diesem Anlass haben Schülerinnen eines Bonner Gymnasiums Dada-Kostüme gefertigt. In Anlehnung an Kostüme von Sophie Teuber. Erstmal über den Dadaismus, über Sophie Teuber Arp und ihre Kostüme. Es hätte Sophie Teuber Arp bestimmt gut gefallen. Die Kuratorin der Ausstellung ist Astrid von Asten. Ja, und jetzt fühlt sie in unseren letzten Raum der Ausstellungsgruppen, den wir der Künstlerin Sophie Teuber Arp gewidmet haben. Das Schöne ist ja, dass wir durch Hans Arp und Sophie Teuber Arp im Endeffekt die beiden Hauptströmungen der Avantgarde des beginnenden 20. Jahrhunderts in unserem Haus vereinen können. Das heißt Hans Arp, der für die organische Abstraktion steht, und Sophie Teuber Arp, die wiederum für die geometrische Abstraktion steht. Und das sind ja die beiden Hauptrichtungen, aus der sich auch die Gegenwartskunst heraus entwickelt hat. Und hier in diesem Raum bekommen Sie erstmal so einen kleinen Überblick, wofür Sophie Teuber steht und wie sich auch das Werk von Hans Arp und Sophie Teuber immer wieder gegenseitig befruchtet haben, sei es durch geschwungene Formen, sei es durch geometrische Formen, wie wir es am Anfang sehen konnten. Und jetzt gehen wir noch in den letzten Bereich, der der Architektur gewidmet ist. Die Ausstellung präsentiert einen weiteren Schaffensbereich Sophie Teubers, dem sie sich seit der Mitte der 20er Jahre widmet. Die Innenarchitektur. Die ersten Arbeiten macht sie in Straßburg, wie hier im Hotel Hanon. Dreidimensionale Bilder lässt sie hier entstehen, in denen Wände, Decken und Böden ein Ganzes sind. Sogar Lichter und Spiegel sind hier Elemente der abstrakt-geometrischen Komposition. Keiner dieser Innenarchitekturarbeiten von Sophie Teuber hat die Zeit überstanden. Allein alte Fotos und Museumsinstallationen geben eine Vorstellung davon.
Nur in einem Gebäude kann man Räume von Sophie Teuber noch erleben. Im Museum Aubette, das teilweise restauriert wurde. Es steht am Place Kléber in Straßburg. Begeistert von den ersten Raumgestaltungen von Sophie Teuber, gaben ihr die gleichen Bauherren 1926 einen weiteren Auftrag. In dem früheren Militärgebäude Aubette 10 große Räume neu zu gestalten. Die Bauherren der Aubette wollten in Straßburg einen Freizeitkomplex machen, in dem man verschiedene Räumlichkeiten unter einem Dach zusammenbringt. Ein Kino, einen Tanzsaal, einen Festsaal, ein Billardzimmer, ein Restaurant Brasserie. Ein bisschen nach dem Vorbild von Vergnügungskomplexen, wie es sie damals in den großen Hotels, insbesondere in Berlin in den 1920er Jahren gab. Ein Traumauftrag, doch zu groß. Um ihn ausführen zu können, hätte Sophie Teuber die Schule in Zürich, die immer noch ihre sicherste Einkommensquelle war, aufgeben müssen. Sie tat es nicht und teilte die Arbeit mit Hans Arp. Zusammen luden sie sogar einen weiteren Partner ein, den wichtigsten konstruktiven Künstler, den Holländer Theo van Doesburg. 2 Jahre pendelte Sophie Teuber alle 2 Wochen von Zürich nach Straßburg. Auch in den Aubette-Räumen sollte alles, Wände, Böden, Licht, nach den Prinzipien der konkreten Kunst gestaltet werden. Theo van Doesburg, der einer der Haupttheoretiker der konkreten Kunst war, formulierte die Idee und das Konzept. Der Besucher sollte sich nicht vor dem Kunstwerk befinden, sondern in ihm. Die Idee war es, den Menschen in etwas Schönes zu stellen und ihn somit gesellschaftlich zu erhöhen und so das Ideal eines neuen, modernen Menschen zu erreichen. Dies bedeutet auch, dass der Mensch in der Kunst leben und sich auch intellektuell entwickeln kann. Die Räume waren unter den Künstlern aufgeteilt. Zusammen mit Sophie Teuber gestaltete Hans Arp die Treppe. Alleine Dancing und Bar. Sophie Teuber gestaltete den Billardsaal, den Teeraum, die Bar, das Foyer. Hier befinden wir uns in der Foyerbar, die von Sophie Teuber gestaltet wurde. Und dieser Raum ist meiner Meinung nach der vollkommenste Raum der Aubette, der am meisten dem entspricht, was die 3 Künstler vorhatten, ein Gesamtkunstwerk. Denn alle Elemente entsprechen in diesem Raum der Ursprungsidee der 3. Die Gestaltung der Decke entspricht der Gestaltung des Bodens, der mit Linoleum gelegt wurde. In diesem Saal ist alles zusammengeführt, eine eigentliche Synthese. Sophie Teuber hat auch dieses Leuchtensystem entwickelt, das auch in den anderen Räumen verwendet wurde. Theo van Doesburg gestaltete diesen Dancing-Saal und den multifunktionalen Kino- und Festsaal. 1928 war die Aubette fertig. Die Presse und Künstlerkreise reagierten begeistert. Die Aubette wurde die Sixtinische Kapelle der abstrakten Kunst genannt. Doch der ganze Ruhm ging allein an Theo van Doesburg. Der Öffentlichkeit wurde Aubette ausschließlich mit seinen Texten vorgestellt, die Sophie Teuber und Hans Arp kaum erwähnten. Trotz des großen Erfolgs in der Kunstwelt kam die Aubette beim gutbürgerlichen Publikum, das hierher zum Essen und zum Tanzen kam, gar nicht gut an. Schon 10 Jahre später wurden die Wände übermalt und die Räume umgestaltet. Es ist interessant zu bemerken, dass sich solche Dinge wiederholen können. Ich denke insbesondere an das Café Schützenberger hier gegenüber, das vom Architekten Jean Nouvel gestaltet worden war und leider im Jahr 2000 zumachte. ...1929, ein Neuanfang im Leben von Sophie Teuber. Sie und Hans Arp erhalten die französische Staatsbürgerschaft. Sie gibt die Schule in Zürich auf und das Paar siedelt nach Meudon bei Paris über. Hier baut Sophie Teuber als Architektin nach eigenen Entwürfen ein Haus für die beiden. Aus dem üblichen Baumaterial der Gegend, aus Naturstein.
Das Geld für den Bau kam aus dem Obed-Honorar. Das Haus ist ein schlichter Monolith im konstruktivistischen Stil. Im Kontrast zum Naturstein Details aus Beton. Die wichtigsten Räume: im ersten Stock das Atelier von Hans Arp, darüber das Atelier von Sophie Teuber. Zum ersten Mal leben die beiden richtig zusammen. Zum ersten Mal, mit 40, kann sie sich voll ihrer Kunst widmen. Jetzt malt sie vorwiegend in Öl. Zu dieser Zeit beginnen in ihren Bildern Kreise zu dominieren. Die meiste Zeit verbringen Sophie und Hans Arp in Paris. Sophie Teuber genießt das Leben der Großstadt, ist wieder mittendrin unter Menschen. Wir sitzen in einem ganz irrsinnigen Café mit Boulevardmusik und sämtlichen Poules du Quartier, schreibt Sophie Teuber an eine Freundin. Sie findet viele neue Bekannte. Hans Arp ist eine wichtige Figur in der Pariser Kunstszene und kennt die halbe Stadt. Doch das Wichtigste in Paris ist das künstlerische Leben. Paris, 30er Jahre, ist das Mekka der Kunst schlechthin. Wenn man als Künstler ambitioniert ist, muss man in Paris präsent sein. Ist man in Paris, dort sind die Diskussionen am spannendsten. Paris war als Ort des Geschehens, wenn man in den Kunsthandel hinein wollte und auch von seiner Kunst leben wollte, wirklich der Ort, wo man sein musste, wo die Galeristen auch global vernetzt waren und wo man Karriere machen konnte. Die Werke von Hans Arp bringen langsam ein bisschen mehr ein. Sophie Teuber beginnt, erst jetzt, regelmäßig in Galerien auszustellen. Die Vernissage war lustig. Es wirkte wie ein aufgeregter Bienenschwarm, schreibt sie einer Freundin über eine Ausstellung, an der ihre Werke neben Giacometti, Hans Arp und Kandinsky ausgestellt waren. Ihre Werke wandern jetzt auch an Gruppenausstellungen in Museen, nach Basel, Zürich, New York, ins Guggenheim-Museum, ins Museum of Modern Art. In den 30er Jahren ist Sophie Teuber nicht nur Künstlerin. Sie setzt sich auch auf einer neuen Ebene für die moderne Kunst ein. Als Mitherausgeberin der Kunstzeitschrift Plastik Plastik, die in Paris und New York erscheint und ein wichtiges Forum der abstrakten Kunst in Amerika und Europa wird. In Paris tritt Sophie Teuber verschiedenen Künstlervereinen bei, deren Mitglieder die wichtigsten Avantgarde-Künstler sind. Mit vielen von ihnen sind Arps eng befreundet, wie mit Max Ernst, mit Sonja und Robert Delaunay, bei denen sie oft zu Besuch sind. Auch das Haus in Meudon wird zu einem Künstlertreff. Es ist immer viel mehr los, als uns lieb ist, schreibt Sophie Teuber in einem Brief. Vor allem hat eine Art Besuchsepidemie eingesetzt und ich weiß manchmal nicht mehr, ob ich eigentlich Köchin geworden bin. So gerne ich Besuch habe, so ist doch das ewige Treppenrennen und Schüsselklappern nicht gerade lustig, besonders wenn man arbeiten möchte. Für die anderen ist sie in erster Linie die Frau des Hauses und die Frau von Hans Arp, auch eine Künstlerin. Er, jetzt recht bekannt, steht immer im Zentrum der Aufmerksamkeit, zeigt gerne seine Arbeiten den Gästen. Ins Obergeschoss, ins Atelier von Sophie Teuber, gelangten Gäste nur selten. Sophie Teuber, erinnerte sich ein gemeinsamer Freund, hätte uns im Traum nicht von sich aus aufgefordert zu sehen, woran sie arbeitet. Und sie arbeitet sehr viel. Paris wird zu ihrer produktivsten Zeit. Sie arbeitet wieder an Holzplastiken. Manche, wie diese, zusammen mit Hans Arp. Auch Möbel für ihr Haus entwirft Sophie Teuber selber. Wie diese schlichten, leicht kombinierbaren Regale. Sie gehören zu Vorläufern derjenigen, die heute fast in jedem Haushalt zu finden sind. In Paris arbeitet Sophie Teuber, zum Teil auch zum Geldverdienen, immer mehr als Designerin und Innenarchitektin.
Sie gestaltet private Wohnungen und entwirft praktische und funktionale Möbel im Stil der neuen Sachlichkeit. Dieser Schreibtisch aus dem Jahre 1930 steht heute im Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Straßburg. Hier hat Sophie Teuber mit der Designinnovation jener Zeit gearbeitet, dem gebogenen Metallrohr. Doppelseitig benutzbar, mit vier beweglichen Elementen, die viel Stauraum bieten, lässt sich der Tisch vielfältig kombinieren und ist damit ganz modern in seinem Nutzungskonzept. In der Schweiz, im Aargauer Kunsthaus, wird eine große Retrospektive der Künstlerin vorbereitet. Vieles kommt aus eigenem Depot, wo sich ein wichtiger Teil Sophie Teubers Oeuvre befindet. Direktorin Madeleine Schuppli und der Kurator Thomas Schmutz machen die ersten Überlegungen zum Ausstellungskonzept. In der Sammlung findet sich auch eine Reihe von ganz frühen Kunstgewerbeobjekten von Sophie Teuber, wie diese Glasperlentasche. Mit dem runden Objekt, mit den Perlen. Bei dem runden Objekt, wie hat sie das gemacht? Das ist eine Art Bild, das in den Raum geht, etwas umhüllt. Eigentlich müsste man das dreidimensional ausstellen, dass man es von allen Seiten als Körper zeigen könnte. Ich weiß nicht, wie das lösbar wäre. Wenn es so liegt, verliert es natürlich. Es ist dann Reduktion. Das ist auch ein Anhängebeutel. Das ist ja auch so eigentlich ein Anhängebeutel, oder? Die Ausstellung ist für 2014 geplant. Das Konzept steht noch nicht fest. Doch ein Ansatz ist den Kuratoren wichtig. Sie werden versuchen, die Querbezüge im Werk Sophie Teubers auszuarbeiten und die angewandte Kunst als einen Teil ihres ganzen Schaffens zu zeigen. Dann scheint mir das sehr gut zusammenzugehen, wenn man etwas kann. Also zum Beispiel, man weiß, wie man Formen kombiniert. Wie gestaltet man einen Raum, ein Rechteck eines Bildes? Wie bringe ich es fertig, dass Formen und Farben dort drin spielen? Wenn man das mal kann, dann kann man das eben auch auf einer Halskette anwenden. Man kann das aber auf einem Indianerkostüm, die Hopi-Indianer, man kann auch dort das etwas umsetzen, uminterpretieren. Es ist wie eine Sprache, es ist wie man ein Instrument spielen kann. Man kann dann in die verschiedenen Gattungen gehen und das anwenden. Und so rückt dieses Angewandte und Nicht-Angewandte, die hohe Kunst, die bildnerische Kunst, das rückt dann bei ihr automatisch zusammen und gibt aus ihrer Sicht, denke ich, eine Einheit. Dieses Relief wird zu den tragenden Elementen der künftigen Ausstellung gehören. Es ist Teil einer Serie, die Sophie Teuber in den letzten Pariser Jahren gemacht hat. Diese endeten abrupt, 1940, mit der Besetzung von Paris durch die Nazis. Sophie Teuber und Hans Arp ließen alles zurück und flohen ins noch nicht besetzte Südfrankreich, nach Grasse. Dort hielten sich bereits einige ihrer Freunde auf. Sie verbringen hier 2 Jahre. Ohne Geld, in völliger Ungewissheit über die Zukunft. Und im Wissen, für ihre Kunst gibt es kaum Lebensraum mehr. Im ganzen Nazireich ist jegliche Kunst der Moderne zur entarteten Kunst erklärt. Und darauf gilt ein Verbot. Das heißt, Verbot, das ist nicht nur, dass dann diese Kunstwerke nicht ausgestellt werden konnten, sondern sie konnten auch nicht verkauft werden. Es gab keinen Markt mehr dafür. Das heißt, dass die Lebensgrundlage dieser Menschen
ihnen entzogen wurde. Es wurde ihnen das Recht quasi auf Arbeit entzogen. Und entartete Kunst ist etwas, was zeigt, welche panische Angst man auch von dieser Kunst hatte, weil sonst hätte man sie nicht so auszuradieren versucht. Ausgerechnet Adolf Ziegler, in jungen Jahren Sophie Teubers Freund, war jetzt einer der Hauptkämpfer gegen die moderne Kunst. Ganz der Blut- und Bodenkunst verschrieben, war er inzwischen Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste und einer der Organisatoren der Ausstellung Entartete Kunst, durch die er Hitler persönlich führte. Monströse Barbarei, die jeglichen kreativen Geist zerstört, nannte Sophie Teuber den Nationalsozialismus bereits Ende der 30er Jahre. Ihre Briefe aus Graz schreibt sie ab jetzt auf Französisch. Unser Leben ist ziemlich monoton, aber die Moral ist relativ gut. Den größten Teil meiner Zeit beansprucht die Verpflegung. Man verspricht uns zum Beispiel seit Wochen eine halbe Tüte mit Trockenfrüchten und 3 Eier. Die ersten seit 6 Monaten. 4-mal habe ich schon den Weg zurückgelegt. Jedes Mal mindestens 4 Kilometer. Und jedes Mal wurde die Verteilung verlegt. In einem anderen Brief. Gestern haben wir 100 Gramm Gemüse erhalten. Trotzdem arbeitet Sophie Teuber. Jetzt oft bloß mit Bleistift. Das Material ist knapp. Hier entstehen viele ihrer Linienzeichnungen. Hier macht sie auch dieses wieder ganz traditionell figurative Aquarell. Vom Haus, wo sie wohnten. Und von der Landschaft, in die sie verliebt war. Die Landschaft rund um die Stadt ist sehr, sehr schön. Wir glauben, wir seien in einem riesigen Garten. Hunderte Olivenbäume mit grün-silbernen Blättern, mit fast schwarzen Stämmen bedecken in sanfter Linie die Hügel. Die Palmen und die Zypressen bilden Flecken in einem solch schönen Dunkelgrün. Schreibt sie Freunden. Von der Welt abgeschnitten, aufeinander angewiesen, rücken Sophie Teuber und Hans Arp zusammen wie kaum je zuvor. Wir sind glücklich hier, schreibt sie. Zusammen machen sie in Graz dieses Druckblatt. Es wird eine ihrer letzten gemeinsamen Arbeiten. Schließlich wurde auch Südfrankreich besetzt und Arps flohen weiter, jetzt nach Zürich. Gesundheitlich angeschlagen, unterernährt, kamen sie hier im November 1942 an. Sophie Teuber fand bei ihren Verwandten Unterkunft, Hans Arp bei Freunden. Den 13. Januar 1943 verbrachte Sophie Teuber bei Max Bill, einem alten Freund der beiden. Als Verleger brachte er eine Mappe mit Originalabdrucken von verschiedenen Künstlern heraus. Ein Blatt von Sophie Teuber war dabei. An diesem Tag signierte sie die Auflage. Abends kam auch Hans Arp. Es wurde spät. Sie entschieden, hier zu übernachten. Es gab 2 Schlafplätze. Im Wohnzimmer vor dem Kamin und in einem ungeheizten Zimmerchen, einem umgebauten Balkon mit einem kleinen Kanonenofen. Die Bills hatten für Sophie Teuber den warmen Kaminplatz vorgesehen, doch Hans Arp protestierte. Mir macht die Kälte nichts aus, soll Sophie Teuber gesagt haben, und ging in den kalten Raum schlafen. In der Nacht jedoch begann sie zu heizen. Am nächsten Morgen stellte der Arzt den Tod von Sophie Teuber Arp fest, infolge einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Polizei fand keine Indizien für Verbrechen oder Selbstmord. Die Situation, heißt es im Protokoll, spricht für das Vorliegen eines Unfalls.
Die nächsten Tage blieb es kalt in Zürich. Ein kleiner Kreis von Kunstfreunden, der Sophie Teuber kannte, verabschiedete sich mit Nachrufen von ihr. Hans Arp gestaltet diese Karte als Todesanzeige. Nach dem Tod seiner Frau war er am Boden zerstört. Er brauchte Jahre, um zum normalen Leben zurückzufinden. In seinen Gedichten und Werken schwor er ihr bis zuletzt seine Liebe. Und er bestand darauf, seine Werke dürften nur zusammen mit ihren ausgestellt werden. Eine Liebeserklärung, die Sophie Teuber fast zum Verhängnis wurde. Sie band sie als Künstlerin noch mehr an den Namen von Hans Arp. Erst in den 1960ern begann man Sophie Teuber Schritt für Schritt zu entdecken. Heute ist sie uns schon viel näher. Doch es gibt in ihrem Werk noch einiges, was zu entdecken bleibt. Da-da-da-da-da, je suis d'accord avec vous, madame, madame. Mademoiselle, vous êtes si belle, celle qui m'en sort seule. Je vous avoue, je vous ai vu depuis, je vous aime. Je vous ai écrit ce petit poème pour vous dire que je vous aime comme un polichinelle. Da-da-da-da-da-da-da-da, amoureux de vous, je suis. Da-da, madame, mademoiselle. Da-d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 a